Akt 10 des Scripts End. Das Skript endet heute. Little Purple Girl tries to save her home? How cute. This night is her last. Bist du der Boss? Was macht der? Er baut sich hier zusammen, wie bei Mega Man, seine Boss. Ah! Wer bist du? Irgendein kleiner geheimer Dude. Ich habe leider keine Fähigkeiten, sonst würde ich schon längst ganz viel Schaden machen. Aber man sieht, der Boss hat unten so eine Leiste. Ich weiß nicht, irgendwas mache ich falsch, oder? Kann ich ihn schon angreifen irgendwie? Aua. Irgendwas mache ich, glaube ich, falsch. Das ist die ganze Zeit diese Flamme. Schaut, ich mache keinen Damage. Hm? Wie mache ich denn Damage? Bonk? Da stand gerade Bonk. Habt ihr das gesehen unten? Da, jetzt. Nee. Ach so, lol, das da unten mit dem Bonk kommt immer, wenn ich mich treffen lasse. Lol. Ist mir nie aufgefallen. Ja, erstmal zersetzt er sich wieder. Aber ich kann ihn leider nicht damagen. Das geht nicht. Kann auch nichts gegen ihn schleudern oder so. Es geht nicht. Und ich weiß auch nicht, was die Flamme hier soll. Hä? Was habe ich denn getroffen? Seht ihr, das macht keinen Damage. Er bleibt immer noch unten bei 3 Herzen. Vielleicht muss ich einfach abwarten? Wir versuchen ein bisschen länger abzuwarten, bevor ich jetzt nachgucke, wie man den macht. Ja, leider ist das Spiel so ein bisschen kryptisch und sagt einem nicht, was man tun soll. Finde ich ein bisschen blöd. Ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Weil es sind schon so viele Flammen und es macht irgendwie nichts. Ich kann ja auch nicht bewegen, kann ja auch nicht einsammeln. Ich habe ja keine Drachenform mehr. Aha, jetzt kann... Jetzt habe ich die Drachenform. Bam! Aha, man muss aber wirklich nur abwarten. Ach, schade. Jetzt, nice! Okay, nice. Jetzt habe ich keine Flammen mehr. Ah, schade, ich habe keine Flammen mehr. Ich habe die verschwendet, leider. Okay, einmal noch die Ausweichrunde. Bam! Moment. Ja! Das war's mit dir. Mein Thron. Ich habe das Königreich gerettet. Da schmeißen sie die Rosen, die ich gesammelt habe. Ich habe leider nicht alle. Mir fehlen 3 Stück. Wie man mir sehen kann. Aber es sind trotzdem viele Rosen. Ich hoffe, es gibt kein Secret Ending oder so. Sonst kann ich es nicht zeigen. Das war ein bisschen blöd. Vielleicht gab es auch ein Secret Ending. Wait, what? Ist das noch nicht vorbei? Oh, was? Aus dem Bildschirm heraus? Okay, das ist komisch. Das ist noch ein ganzes Level. Act 11. Geht das Spiel noch weiter? Wow. Das sind keine Spinnen. Ach, die sind böse, die Spinnen. Also, ich kann auf jeden Fall killen. Okay. Ah, hier ist eine Rose. Ah, warte. Das ist die einzige Rose hier in diesem Level. Okay. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht kein richtiges Ending bekomme, weil ich die... Ja, weil ich die 3 Rosen noch nicht eingesammelt habe. Aber... Wie gesagt, da gibt es irgendwie keinen richtigen Guide für. Falls ihr es wisst, könnt ihr mir gerne sagen, dann hole ich das in einer Bonusfolge noch nach. Und jetzt kann man sich seine Fähigkeit aussuchen. Man hat immer Static. Oh. Das war ein Troll. Keine Fähigkeit hier. Okay. Danke. Was zum... Hä, was muss ich machen? Was zum... Okay, da soll ich mich von fern halten, wo es blinkt. Okay. Ganz nett. Und jetzt? Ah, jetzt kann ich ihn treffen. Ah. Ah. Er nimmt das für mich. Okay, ich kann hier einfach nur entscheiden, welchen Kampf ich als erstes machen möchte anscheinend. Okay, der gerade war nicht so schlimm. Und das hier wirkt auch nicht so schwer. Einfach nur, weil ich den Gegner noch hier droppt. Weiter dem Feuer. Nimm mich so ein bisschen an... Welches Spiel war das denn? Was? Yoshi's Island? Ich hab auch so eine Lucky-Tour mit so Flammen dran. Ich weiß nicht mehr, was Yoshi's Island? Ich weiß nicht mehr.
Vielleicht war es auch Mario World oder so. Keine Ahnung. Und verändert mich das auf jeden Fall so ein bisschen ran. Wo war es denn da? Kito vielleicht auch was zum Fly Guy. Ah, keine Ahnung. So, getroffen. Oh, what? Okay. Boden brennt. Das hat was. Aber wahrscheinlich muss ich ihn jetzt wieder treffen, oder? Oh, jetzt, wo der so komisch fliegt. Hä? Hä, was zum... Ne, jetzt kann ich ihn erst treffen. Oh, ich hätte gerne einen Checkpoint ab hier. Freeze. Okay, das zweite war ein bisschen schwierig gegen Ende hin. Das wirkt aber überhaupt nicht schwer. Bisher. Hat sich gereimt. Was zum... Okay. Genau, okay, hier. Was zum... Lol. Tja. Nee, das war nicht schwer. Krieg ich jetzt hier einen Checkpoint oder muss ich alles neu machen gleich? Wow. Das ist ja wirklich ein Mega Man-like. Wait, what? Okay, ich dachte gerade, ich muss auf ihn drauf vielleicht. Das sieht so ein bisschen aus. Das muss man. Oh, man muss schon auf ihn drauf, aber anders. Muss seine Augen vielleicht treffen oder so? Nee. Ha. Was so? Okay, danke, danke, Spiel, für den Checkpoint. Das ist nett. Okay. Bisher ist der Endbosskampf richtig cool. Der gefällt mir. Das ist auch F11. So, ein Grund. Das ist doch verschiedene Akt. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, was man hier machen sollte. Man könnte ein bisschen üben für gleich. Sondern jetzt richtig ganz schnell aus. Sich am besten grabben lassen. Oder so. Ja, man muss sich immer grabben lassen, tatsächlich. Oh, das kam unerwartet. Du falsche Schlange. Oh nein, oh nein. Hör auf, die ist zu spawnen. Die Lava-Balken. Muss ich dran ziehen? Oh, das ist wieder Drachenboss. Oh, das war cool. Das war wirklich einfach wieder Drachenboss. Nein! Aber der Boss ist cool. Das Ende des Spiels gefällt mir. Warum war nicht das ganze Spiel so? Ja, okay, nee. Nee. Das letzte Level war tatsächlich ziemlich schwer, letzte Folge. Also, ja, vielleicht doch nicht? Verdammt! Verdammt, nein! Ich hatte so... Ah, was kann man jetzt an den Augen treffen? Ah, so muss man ihm Schaden zufügen! Verdammt, habe ich das falsch gemacht vorhin? Hä, was? Ist ja echt viel kenn ich Deutsch. Vielfältig, wollte ich sagen. Genau. Der Kampf ist sehr vielfältig. Okay, ich krieg einen Checkpoint. Ich krieg immer einen Checkpoint. Das freut mich. Hätte eigentlich von Anfang an so sein müssen. Im Spiel. Nicht erst nach jedem Raum. Das war manchmal leider ein bisschen zu wenig. Okay, manchmal dampft es an manchen Orten. Ah, das ist wie bei Mario Bros. 3, Bowser. Zack, genau, ja. Und zack. Ja, das machst du schon richtig, mein Freund. Aua, ich mach's nicht richtig. Zack. Nice. Ein Leben hat er noch. Dann ist es vorbei. Ach, schau mal, was wir hier haben. Darf ich jetzt nicht treffen? Schau ich mal lieber aus, vielleicht darf ich die wirklich nicht treffen. Die erste Fähigkeit hat er jetzt. Oh, wie er die spammt! Oh. Ich war mir nicht sicher, was ich einsammeln darf und was nicht. Egal. Ich mag den Boss, ehrlich. Von allen Bossen ist das mein Liebling. Keine Ahnung, wie ich ihm ausweiche. Waren seine Bomben? Bestimmt ist da irgendwann mal die Fähigkeit mit dabei, oder? Ja, nee? Nein, das war keine Fähigkeit, schade. Oh, ausgewichen! Bomben?
Wurm. Nochmal Bomben. Noch mehr Würmer. Nochmal Bomben. Und noch viel mehr Würmer. Okay, irgendwas mache ich falsch. Huh. Mache ich was falsch? Mache ich alles richtig? Na wohl doch. Das war was anderes. Schick da noch die Würmer hin, ja? Aha! Ah, jetzt können wir gleich einen Gegner nehmen. Ah, okay. Cool. Von die Dämonenfähigkeit nochmal bekommen. Also den Drachen meine ich. Jetzt mal das hier. Ich mag den Boss, ehrlich. Verdammt. Wir haben noch genug Leben. Verdammt. Das schießt jetzt so unpredictable. Oh nein. Ach, come on. Was? Ich habe die Fähigkeit noch. Ich glaube, es ist immer random, ob da ein Gegner dabei kommt oder nicht. Da ist ein Gegner. Jetzt ist es. Jetzt ist Schluss mit lustig! Little Purple Girl. Whose eyes kidnapped the limelight? Must it be this way? Ja. Oder? Oh, wir umarmen ihn. Wir verzeihen ihm. Hä? Es bricht alles ein! Und das war Bell Boomerang, ja. Okay, Fazit. Ich fand das Spiel cool. Ich fand's schwer. Ich fand's leider zu schwer. Ich habe ja irgendwie ab Level 3 oder 4 habe ich komplett nochmal das Spiel neu spielen wollen. Auf Newcomer, weil ich habe ja auf Red Remote gestartet, weil ich dachte, okay, so schwer wird's nicht sein. Vielleicht so Castlevania oder so, aber es war schwieriger. Also ich fand's sehr, sehr schwierig, das Spiel. Was heißt Castlevania? Also, ne, ihr wisst, was ich meine, so alte NES-Spiele halt. Das fand ich schon echt schwierig hier. Ich finde, es hätte mehr Checkpoints geben müssen. Auch für Newcomer. Auch fürs andere, aber auch für Newcomer. Die Level waren alle sehr lang. Also generell, meine einzigen Kritikpunkte sind wirklich, Level sind sehr, sehr lang. Könnten vielleicht ein bisschen kürzer sein. Also, vor allem die Räume, mach doch mehr Räume, damit du mehr Checkpoints hast. Schwierigkeit war mir zu schwer, auch für Newcomer. Und ja. Das Problem ist halt, ich mochte das Spiel, ja. Ich mag das Spiel und ich mochte das Spiel auch beim Spielen. Nur war es sehr oft sehr frustrierend, deshalb habe ich dieses Spiel jetzt nicht so gut in Erinnerung. Es wird auch nicht so gut in Erinnerung bleiben. Weil ich leider sehr viel gelitten habe in diesem Spiel. Habe ich auch, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt. Artstyle finde ich schön, manchmal ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall, manchmal ist wirklich zu viel Detail. Trotzdem finde ich Artstyle schön, auch von den Artworks sind sehr schön. Das war auch der Catcher für mich. Musik ist in Ordnung, habe ich nichts gegen. Kitchen, oh, das ist ein lustiger Name. Ja, die Enemies waren größtenteils auch ganz cool. Bösse waren in Ordnung. Letzter Boss war ganz cool. Genau, bei den Bössen sollte man noch ein bisschen mehr wissen. Also irgendwie besser herausfinden können, was man machen muss. Weil es wurde einem gar nichts gesagt, ob es alles komplett herausfinden. Und das mochte ich persönlich nicht so sehr. Ja. Kuschut. Ja, es gab sehr viel Level-Variationen, das war ganz cool. Keine Ahnung. Punktzahl mache ich ja jetzt nicht mehr wirklich bei meinen Bewertungen. Aber wenn ich eine geben müsste, würde ich eher sagen 6 von 10, 7 von 10. War wie gesagt ganz cool. Nichts Mindblowendes. War meinem Geschmack ein bisschen zu schwer, vielleicht war es für euch genau richtig. Oder vielleicht sogar zu einfach, ich weiß es nicht. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Spaß gemacht hat, meine Rage-Display hier mehr oder weniger anzuschauen.
Vor allem gegen Ende mochte ich das Spiel noch. Bisschen mehr. Auch wenn es schwer war. Rattled. Das war der Bösewicht. Wir haben ihn verziehen. Und Purple Little Girl hat gesiegt. Belle. Cherry. Statue. Bubble. Freeze. Flight. Static. Insect. Dragon. Und das sind alle Abilities. 8 Stück an der Zahl. Cool. Und nochmal Credits. Alles so schön war. Ja gut, das wusste ich jetzt nicht. Ja, wie gesagt, ich habe mir fehlen 3 Rosen. Einmal im Anfangslevel direkt. Also direkt dieser Show. Wo die ganzen Leute sich auftreffen. Stimmt, da kann es sein, dass jetzt gleich irgendwie eine Band gleich was singt oder so. Müssen wir gleich mal vorbeischauen nochmal. Dann nochmal in diesem Wasserfall-Zwischenlevel. Und in Act 9. Und ja, hier sind nochmal ein paar Gegner. Nee, nicht du. Du bist, glaube ich, neu, oder? Our band is called The Blues. Personally, I'd prefer if we played more Hard Rock. Okay, könnt ihr Musik spielen? Könnt ihr Musik spielen? Nee, oder doch? Ich weiß es nicht. Wäre ganz cool, wenn die es könnten. So, nochmal Stats anschauen. 233 Bells, ja, nicht so viele. Aber zumindest haben wir das beste Upgrade hier bekommen. Weiß nicht, was das letzte macht, aber auf jeden Fall, ja. Über 200 Tode. Und Celeste habe ich mehr. I know you may feel a little bad about your mistakes on stage, but don't worry, the audience eats it up. Okay. You've jumped a total of... Oh, krass. Und jetzt? Bin ich jetzt noch mehr gejumpt? Nee, okay. Zählt dann noch nicht. 9 von 12 Roses. Genau, wie gesagt, vielleicht mache ich ein Bonusvideo, wenn ein bisschen mehr über das Spiel bekannt ist. Und so würde ich es natürlich gerne jetzt hier machen, um von 88% direkt auf die 100 zu springen. Aber ja. Ja. Gibt es noch was zu zeigen irgendwie? Was ganz nett ist? Das waren hier unten nochmal. Und war noch die Bären, habe ich gerade gesehen. I hope you enjoy extra hard slots. Ja, tue ich. Spence is very close friends with the director. The next boss is revealed with a candle lit by Dragon's Flame. Ah, stimmt. Der sagt einem immer, wo die Rosen sich verstecken. Ah, ja. The three of us have grown so close over the course of this play. Ja, am liebsten würde ich das in dieser Folge direkt machen. Huh? Hey, look at all 9 of those roses. If you collect 11 roses, I can take you somewhere very special. Oh, dann gibt's ja doch noch einen besonderen Ort. The director is very pleased with your performance. If you speak with him, I believe he has a surprise planned. Okay. Interesting, interesting. Ach, ich weiß nicht, ob ich die nochmal suchen gehe. Maybe. Aber hier fehlt mir ja auch eins. Oder ist das vielleicht das letzte? Keine Ahnung.